mich so neugierig gemacht. Und das geht, glaube ich, vielen so, dass man irgendwas sieht und man wird neugierig auf Menschen, die dahinter stehen und die dann irgendwie dann vielleicht doch auch mal im realen Leben zu treffen und darüber eben zu berichten. Das ist letztlich ein Tweet-Up oder eben auch dieser Book-Up-Gedanke, der dahinter steht. Es hatte dann eben in Essen angefangen, das war ein bisschen rangeflanscht an ein schon organisiertes Blogger-Treffen. Das war dadurch auch noch so ein bisschen vorsichtig. Ja, und dann nahm das Ganze aber ganz schnell Fahrt auf, weil ich dann auch ganz offensiv eben unter anderem auch diese Buchhandlung in Nippes gefragt habe. Und ich weiß gar nicht, wie viel jetzt schon stattgefunden haben. Also ich bin schon allein auf 7 Buchhandlungen gekommen, in Köln, in Essen, in Hamburg, in Berlin, die schon das gemacht haben. Verlage in München, AS Edition war dabei und Piper hat einen Book-Up schon veranstaltet. Ende Februar sind wir beim Koppenrad Verlag in Münster. Ich stehe im Moment mit dem Hansa Verlag in München in Kontakt, die wollen es auch gern machen, Peter Hammer in Wuppertal. Also die Verlage haben jetzt irgendwie Blut geleckt so ein bisschen. Und Buchhandlung und eben Nacht der Bibliotheken ist jetzt am 6. März und es sind also ganz viele Bibliotheken, die auch, nachdem ich das in der Nachbarstadt in Hilden einmal gemacht habe, eben auch sich das vorstellen können zu machen. Also die Organisation läuft, es gibt eine Gruppe bei Facebook, weil ich einfach gedacht habe, man muss die Leute auch irgendwie zusammenbringen und sammeln. Und es gibt einen Twitter-Account, der von mir befeuert wird. Wie heißt der? Der heißt Gruppe.de. Genau. Und Ideen werden mittlerweile, wir sind glaube ich mittlerweile über 500 Leute in der Gruppe. Das heißt also, da irgendjemand wohnt halt in XY und sagt, könntet ihr euch vorstellen, hier hinzukommen? Dann hat man natürlich auch viele Leute, die einfach darauf antworten, damit man überhaupt erstmal sieht, sind genug Leute da, die Interesse haben. Weil ein Onliner natürlich noch kein Book-Up macht, das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Also wir waren bei Ars Edition mit 50 Leuten und haben natürlich dann mit dem Hashtag ganz schön was bei Twitter durcheinander gewirbelt. Wir waren aber zum Beispiel in Hilden in der Bibliothek nur 10. Aber das waren aktive Leute und das war super, super nett und das hat echt viel Spaß gemacht. Und auch den Leuten selbst hat es viel Spaß gemacht, uns so den ganzen Betrieb zu zeigen und alles. Und das hat auch funktioniert. Na, also wenn die jetzt nicht nur kommen und sagen, ich gucke mir das mal an, habe aber kein Smartphone, dann wäre es natürlich schwierig. Aber das waren auch ganz aktive und das hat also auch ganz gut funktioniert. Also meistens ist es so, dass sozusagen jemand eine Idee hat, entweder dass er sagt, das könnte ich mir bei mir im Haus gut vorstellen, sei es eine Buchhandlung, eine Bibliothek oder ein Verlag, oder eben jemand von außen sagt, ich bin doch da schon mal gewesen, das war doch ganz toll, ich frage die mal, ob die sich das vorstellen können. Und das ist also bislang haben immer 2 Leute zusammengearbeitet, immer einer aus dem Haus und einer sozusagen von außerhalb, der auch noch ein bisschen mehr gestreut hat und der meistens auch eine gute Reichweite in den sozialen Netzwerken hat. Ja, das war so der Plan. Ich habe dann irgendwann mal bei mir auf dem Blog auch so einen Ablauf gemacht, wie es ganz gut wäre von der Organisation, was irgendwie da sein muss und worauf man halt hinweisen muss. Und du hattest das, glaube ich, bei irgendeinem, was? Nee, das war in Köln, ne? Da hattest du über die... Genau, da hattest du berichtet und da hatte ich natürlich mir auch Notizen gemacht, wobei alles ist halt auch nicht immer zu bewerkstelligen, aber sag ich mal, so Buchhandlungen machen sich natürlich überhaupt keine Gedanken über WLAN. Das muss man denen natürlich stecken, so nach dem Motto, also die Leute, wenn die jetzt hier kleine Filmchen und sowas machen, die hätten schon gerne WLAN und so, ne? Und so eine Strombuchse wäre auch echt ganz toll. Und wenn das dann da ist, dann freuen die sich auch den anderen auch immer echt wie so ein König, dass die Buchhandlung da dran gedacht hat. Genau. Was kann ich jetzt noch erzählen? Gucken, was habe ich denn hier so Tolles aufgeschrieben? Genau. Ja, natürlich haben wir jetzt bei vielen der Treffen auch
durch den Hashtag haben wir natürlich so Storyfies angelegt. Storyfy, kennst du das? Das kannte ich vorher auch nicht. Und dann sagte einer, da kann man auch ein Storyfy machen. Und ich so, ja, was das denn ist? So, das ist so eine Geschichte halt, ohne die das Internet geschrieben hat, kann man sagen. Also die in den verschiedenen Netzwerken, sagen wir mal jetzt Instagram, Twitter und Facebook haben, wobei Facebook immer sehr schlecht funktioniert, aber das ist eine andere Sache. Nur die öffentlichen. Bitte? Nur die öffentlichen. Ja, aber der findet die immer irgendwie nicht. Also ich suche die mir dann immer manuell zusammen. Aber also auf jeden Fall anhand dieses Hashtags, der gesetzt ist, kann ich im Grunde rückwirkend das Netz durchsuchen. Wer hat denn alles was darüber geschrieben? Und dann kann ich mir halt schöne Posts und Bilder sozusagen per Drag and Drop einfach so rüberziehen und mache dann so eine fortlaufende Geschichte, die man dann im Grunde einmal gespeichert hat und den anderen Leuten auch nach Jahren noch präsentieren kann, was denn da abgegangen ist, als wir das Book Up bei X-Men haben. Die Zusammenfassungen auf der SMTB-MD, die das gemacht, sind auch immer gut. Genau. Und das haben wir also, das habe ich am Anfang gemacht. Das habe ich also einmal bei denen gemacht, wo ich selber war. Dann habe ich am Anfang das auch in der Ferne begleitet, wo die Leute immer sagen, warst du auch in Berlin? Ich so, nö, ich habe das nur gemacht. Es sieht so aus, als wärst du da gewesen. Und ab das ist natürlich auch Arbeit. Das habe ich dann irgendwann natürlich gelassen und habe gesagt, das sollten dann schon die, die auch anwesend sind oder die Buchhandlung selber auch einfach übernehmen, das dann zu machen. Also ich helfe mal gerne, wenn irgendwo Fragen sind, aber man kann ja auch nicht mehr alles mal so nebenbei machen. Ne? Ja, nicht wirklich. Die Idee hat ja wirklich so schnell so große Kreise gezogen, dass der Leander Wattig, also die Idee, also auch als, ich bin mit dieser Idee auf der Shortlist des Virenschleuderpreises von der Frankfurter Buchmesse genau, gewonnen hat, Mai Rembrandt, was ich übrigens total cool fand. Ja, ich habe für Mai Rembrandt gestimmt, weil ich das auch so klasse fand. Aber das war eben, also um dieses Schneeballprinzip mal ein bisschen. Also es hat mich am Ende auch ein bisschen überrascht, wobei es dann auch irgendwie wieder klar war, gerade so die Verlage und so sind immer alle erst zurückhaltend und warten mal ab. Aber ich glaube, dass gerade durch Ars Edition auch klar war, dass es schon Online-Marketing ist, gerade für die Verlage, lässt sich für die Buchhandlungen auch und das natürlich eigentlich mit relativ geringem Aufwand. Also die Frau Büchel, die Stadtbibliothek in Hilden leitet, die hat also auch extra für das Bibliotheksmagazin einen Artikel geschrieben, die hat es mir vorher nur zum Absegnen rübergeschickt. Und da war auch so ein bisschen das Credo einmal, dass sie unheimlich viel Freude hatte, also darüber zu berichten, ne? Also uns unheimlich aufmerksam fand, sagte, sie musste sich anfangs dran gewöhnen, dass wir halt ins Handy starren würden, aber merkte dann doch, dass wir auch zuhören würden. Und schrieb eben auch, dass sie das Gefühl hatte, einfach mit wenig Aufwand viel erreicht zu haben. Und ich glaube, das ist eben auch für viele interessant. Also ich habe auch festgestellt, dass eben auch dieses Treffen von Leuten, gerade die Literaturblogger sind ja nun wirklich weit verbreitet und gut vernetzt, aber viele kennen sich einfach nicht. Und da wirkt natürlich so ein Book-Up auch unheimlich interessant, nicht nur den Ort kennenzulernen und das, wo man eingeladen ist, sondern dass man sagt, wow, da kommt noch die XY, die reist von da an, die von da. Und es ist eben so ein bisschen wie Klassentreffen, so wie ich gerade erzählte, ne? Dass es eben auf der Republika manchmal ein bisschen teureres Klassentreffen ist und da ist es eben ein bisschen günstiger. Und ja. Haben die denn sonst keine Blogger-Treffen eigentlich, so die Literaturblogger? Haben die so Blogger-Treffen? Nee, ich glaube, das wird immer irgendwo an irgendwas mit dran, also an Messen halt mit dran. Also so rein? Nee. Und es kann auch zusammen zu so einem Verlag gehen? Nee, das heißt, also Hansa hat jetzt zum Beispiel... Wo die E-Book-Verleger, die haben nochmal was initiiert. Das ist echt nochmal, man hat immer so das Gefühl, das ist ein bisschen auch wie Kinderbuch und Belletristik, das merke ich ja auch, dass ich lange überlegt habe, mache ich irgendwie... Also der Leander Wattig hatte auf Facebook die Seite, ich mache was mit Büchern.
und habe immer gedacht, machst du denn nochmal was Separates? Aber Kinderbuchleute sind echt nochmal anders. Ich habe dann sozusagen das Pendant für die Kinderbücher dazu gemacht und ich glaube, das ist im E-Book auch ähnlich. Also man kennt sich auch, in Teilen kennt man sich, also gerade wenn man natürlich offen ist und über den Tellerrand hinweg guckt, aber es ist auch so, also die Betonköpfe sind schon noch sehr ausgeprägt im Verlagswesen. Vor allem geht es da ja nur von den Verlegern aus, ne? Roman Verlag und Co. Und nicht so sehr von der Blogger-Szene. Also ich glaube, die Literaturblogger sind ziemlich vereinzelt, ne? Also die sind doch eher verstreut. Und nicht so gut vernetzt. Es gibt, glaube ich, in Stuttgart, du musst halt auch mal irgendjemand haben. Meistens eben eine Persönlichkeit, die auch irgendwas irgendwie auf die Beine stellt. In Stuttgart weiß ich, dass da auch jemand ist, der auch regelmäßig Bürgertreffen macht, wo sogar die Leute von hier tatsächlich nach Stuttgart anreisen. Aber dass man wirklich sagt, hier sind überall so, ich habe auch noch nicht gehört, dass in Berlin oder so irgendwie groß was ist. Also, ja. Und das Thema bei dem Book Up, das ging dann jetzt bei dir, da mache ich die ganze Zeit. Gute auf. Idee, ja genau. Ja. Also bin ja auch froh, also wie gesagt, also außer diesen handschriftlichen hingeschrudelten Zettel. Ich spiele jetzt ein paar Mal das Stichwort Kinderliteratur, habe ich gleich sogar noch eine spezielle Frage zu diesem Thema Kinderliteratur. Aber was war jetzt das Thema bei dem Book Up? Genau, also es soll ja, es geht ja so ein bisschen drum, also die Leute auch mit irgendwas zu locken. Im Buchhandel ist es dann schon mal so, dass der Buchhandel uns eben einlädt und hinter uns die Tür geschlossen wird. Das ist natürlich tatsächlich für Buchliebhaber einfach schön, in aller Ruhe zu schlürfen, wenn dann da noch Getränke stehen und Sekt. Und man hat auch noch einen Buchhändler der Wahl dabei, der einem alle Fragen beantwortet. Also das mag für jemanden, der nicht viel liest, sagen, also dafür stehe ich jetzt nicht von meinem Sofa auf. Für uns ist das aber echt eine schöne Sache. Oder eben auch tatsächlich, es gibt ja auch Räumlichkeiten, die man normalerweise in seiner Lieblingsbuchhandlung zum Beispiel nicht sieht, die dann geöffnet wird, ne? Oder einfach mal andere Dinge zeigen, wo wir sonst nicht drankommen. Das war in der Stadtbibliothek eben auch so. Wir waren da in einer ganz anderen Etage, also wo alles Mögliche geplant, wo die Sachen auch, die Medien eingegeben werden. Also wir haben ganz viel natürlich sehen dürfen, was der Normalsterbliche nicht sieht. Das ist ja das ein bisschen, was man natürlich dem Book-Upper bieten muss, ne? Dass er auch sagt, ja, hinter die Kulissen im Museum auch. Genau, so. Und das sind also, sag ich mal, die Themen. Das darf dann auch im Grunde jeder wählen, wie er möchte. Bei Nippes war tatsächlich so, dass das im laufenden Betrieb war und diesmal so ganz offen auf sich haben zukommen lassen. Aber wir hatten einfach so einen Spaß, dass wir alles fragen konnten und also es funktionierte auch. Okay. Ne? Und jetzt bei Arsen. Also gar nicht spezielles Buch, sondern quasi um den Betrieb sozusagen. Genau. Und jetzt bei Arsen-Edition war es natürlich toll. Man guckt dann bei den Lektoren in die Büros und jeder hat ein bisschen was erzählt und hat natürlich vielleicht auch mal zwei Covergestaltungen hochgehalten, die demnächst abgestimmt werden sollen und so. Man hat das Lager gesehen, also auch da, wo man im Grunde niemals sonst reinkommt. Und das war natürlich schon sehr spannend. Und ich glaube, dass man manchmal als derjenige, der dort arbeitet, gar nicht weiß, wie viel Faszination man nach außen ausübt. Und insofern muss ich manchmal so ein bisschen anstoßen. Jetzt die Stadtbibliothek bei uns in Solingen, die macht das jetzt auch zum Nacht der Bibliothek. Na, hat gefragt, oh, hilfst du uns ja? Was machen wir denn da? Ich sage, gibt es denn bei euch Räume, wo wir sonst nicht hinkommen oder irgendwas spannend? Ja, und dann plötzlich kam dann dieses Gespräch, ja, dann können wir doch da noch hingehen und das mal zeigen und so. Und muss man jetzt mal abwarten, wie sich das dann entwickelt. Wobei die Stadtbibliothek, je nachdem, auch echt, das immer wieder so ein bisschen ähnlich wie bei den Tweet-Ups der Museen, dass die natürlich auch an Teilen eingeschränkt sind, dass sie wieder irgendwas nicht dürfen. Also als ich gehört habe, wie die ihren Facebook-Account führen dürfen beziehungsweise nicht führen dürfen, ich kann kotzen, ehrlich. Schneiden wir mal raus. Jetzt wird's ja interessant. Nee, aber das war wirklich traurig zu hören. Gerade diese spontanen Sachen, die ja eben, wir haben uns gerade unterhalten. Ja, von der Stadt keine Ahnung, genau. Wo dann jeder sagt, ja gut, das müssen wir wohl machen, aber eigentlich macht es nur so ganz
am untersten Level. Manchmal ist es aber auch vorauseilender Gehorsam, ne? Ja, also da hatte ich schon das Gefühl, da waren also drei junge Leute, also die waren schon ein bisschen angesäuert darüber. Also ich weiß nicht, wie viel wirklich da abgesehen werden muss. Ich weiß auch mal nicht, ob die Bibliotheken bei Stadt, ob das immer der gleiche Träger ist oder wer da dann. Ja, und unsere Stadt Solingen ist ohnehin ja relativ verarmt mittlerweile. Dann sind die Baden da schon vielleicht mit denen gekämpft werden auch noch. Ja, wir sind kurz vor der Pleite. Das ist immer ganz toll. Ja, genau. Also das zu der einen Frage. Ich hoffe, die habe ich jetzt ein bisschen beantwortet. Ja. Das habe ich nämlich für rausgelassen. Nee, stimmt. Okay. Da habe ich jetzt eine andere Frage. Ja. Was ist mit Lesungen? Das ist für euch auch interessant. Findet ja auch viel statt eigentlich. Ja, wobei ich... ach, da hole ich mal aus. Also es gab eine Buchhandlung, das hat jetzt mit der Lesung nicht so richtig was zu tun, aber es gab eine Buchhandlung, eine Kinderbuchhandlung in Mainz, die auch gleich sagt, oh, das mache ich, ich lade den Verleger, XY nenne ich ihn jetzt mal, ein und wenn der kommt, machen wir einen Book-up. Und dann gingen bei mir alle Alarmleuchten hoch, weil ich wusste, dass das ein absoluter Offliner ist. Der Verlag ist nirgendwo in den sozialen Medien vertreten und er ist immer jemand gewesen, der das, was ich tue, nie so richtig verstanden hat, wenn wir uns unterhalten haben auf dem Messen. Da habe ich gesagt, das kann nicht funktionieren. Der brennt für seine Bücher, der liest mir auch gerne immer seine Titel vor auf der Messe, weil er ist ein herrlicher Mann. Ja. Aber wenn ich mich da vorstelle und ihn währenddessen fotografieren würde, ich weiß nicht, ob der wirklich ausfüllen würde. Und da sind wir halt bei den Lesungen. Du müsstest, glaube ich, sehr viel besprechen. Also, ob das auch, ne? Denn die Aufmerksamkeit ist einfach dann schon eine andere. Als wenn du mal eben ein Foto machst bei einer Lesung und twitterst raus, ich bin jetzt bei der Lesung, dann hörst du zu. Weil Book-up ist schon wirklich ein relativ permanentes Twittern. Oder eben auch hier. Andere. Also, das Leute meistens auf ihre Hand gucken, aber trotzdem zuhören. Genau, genau. Und dafür brauchst du natürlich die richtigen Menschen. Ich fühle mich ja in so einer Gruppe immer super wohl. Also wenn ich jetzt hier meine Freundin mitbringen würde, die würde ich sagen, was sind das denn für Hansel? Ja, ich habe auch immer noch Offline-Freunde. Ich kann es auch nicht verstehen, dass ich sie noch nicht bekehrt habe. Aber nun ja, also ich denke, Lesung ist so ein bisschen schwierig. Und da sind wir auch wieder bei diesen Doppel-Events. Also der Arena-Verlag in Würzburg, da haben wir lange eben gefragt, ob die das nicht auch mal machen wollten. Und dann kam die Pressefrau auf die tolle Idee und hat gesagt, oh, wir haben doch den nächsten Blogger-Wochenende oder Blogger-Tag. Und da sind doch ganz viele Bloggerinnen vermutlich da. Und wir haben noch eine Autorin aus Finnland da. Und das ist doch ganz toll. Und da flanschen wir das Book-up mit dran. Und das ist total in die Hose gegangen. Das hat null funktioniert, weil die Blogger waren ja vorher schon angemeldet. Die wollten zu ihrem Blogger-Treffen. Die wollten nicht gleichzeitig noch für uns mal was rauspusten. Die machen zwar nachher Blogbeiträge über den Tag, aber nicht in Verbindung mit einem Book-up. Und deswegen, also wenn irgendjemand sagt, ah ja, wir haben ja die und die Veranstaltung, da könnten wir doch auch ein Book-up draus machen, dann sage ich immer schon so, das ist schon vorsichtig. Nicht vorsichtig. Also das funktioniert bei Lesungen ja schon nicht, wenn du noch nicht, also jetzt noch nicht mal Livestreaming machen willst, sondern normale Aufzeichnungen machen willst. Also das musst du sowieso vorher absprechen, aber selbst die Buchhandlung oder auch ein Literaturhaus tun sich da sehr, sehr, sehr schwer. Ja. Wenn die nicht begreifen, dass man eigenständige Formate daraus zu machen, wirklich was Neues zu kreieren, dass man sag mal eine Lesung mit Tweet-Up macht oder so, funktioniert das nicht. Ich habe auch schon so viel Ärger gehabt mit Böttger hier in Bonn und so. Der Böttger ist gutwillig, dann der Autor sagt dann danach, löschen. Ja? Weil die das nicht gewöhnt sind. Ja, und wenn die dann wirklich nicht das darauf ein Konzept machen, funktioniert das nicht. Genau, da muss man dann im Grunde auch als derjenige, der es macht, unheimlich viele Leute kennen. Ich meine, ich kenne, also was jetzt die Kinder- und Jugendbuchbranche ist, ich kenne wirklich unheimlich viele
Also ich könnte jetzt sicherlich irgendwas organisieren, wo ich einen Autor kenne, eine Buchhandlung kenne, eine Pressefrau, einen Verlag kenne und dann könnte man sicherlich irgendwas dann machen, weil man alle zusammen hat. Aber wenn nur einer sagt, ich habe da was gehört und ich würde das gerne machen, dann funktioniert das nicht. Das geht nicht, weil es ist schon eine andere Art und Weise und das ist auch mal mit das Erste, wenn ich selber daran teilnehme, was ich bei der Begrüßung sage, dass das eben wirklich mit den Handys, dass wir eben aufmerksam sind. Das war eben wirklich gerade bei dieser Stadtbibliotheksfrau, war das eben ganz, das war süß, wie die am Anfang echt so, sie wusste ja, dass es so sein musste, aber sie wusste gar nicht, dass, weil sie uns begrüßt und alle quasi nach unten starten. Ne? Und da musste sie natürlich erstmal mit klarkommen. Ne? Hatte aber tatsächlich eine Tweet-Wall aufgebaut. Das fand ich wieder ganz irre. Also das war schon toll. Ich frage halt daher, weil also ein paar Mal hatte ich ja bei mir Lesungen organisiert und ich habe auch die Erfahrung so ein bisschen gemacht, die sind schon sehr konservativ. Also ich habe das schon zu hören bekommen, also dass der Verlag auf mich zugekommen ist und hat gesagt, können wir nicht eine Lesung bei Ihnen machen? Dann sage ich, ja, ich kann Ihnen aber nichts zahlen. Und dann sind die erstmal schon mal baff. Ne? Mhm. Sie können mir nichts zahlen. Ja, das tut mir leid. Ich kann gerne mein Publikum ansprechen und einladen und Ihr Autor kann kommen und kann auch seine Bücher bei mir verkaufen, aber ich kann nichts sagen. Und daran scheitert das ja schon meistens. Aber nichtsdestotrotz hatte ich auch Lesungen, aber die sind so mäßig und so gut auch. Also ich mache ja schon jetzt seit fast 3 Jahren Wohnzimmerlesung bei mir, kommt jetzt die 24. mittlerweile und die sind bei mir immer gut besucht, liegt sicherlich auch an der Vernetzung, einfach weil ich echt streue. An der Vernetzung. Genau. Aber auch da könnte ich mir ein Book-Up nicht vorstellen. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass das ja, da muss man ja zunächst mal nur zuhören. Fragen in dem Sinne kann man nicht stellen. Genau. Oder es würde die Lesung an sich unterbrechen und deshalb ist das nicht das Richtige. Also es müsste dann irgendwie anders aufgebrochen werden, das Format. Aber da müsste man tatsächlich im Vorfeld mit einem Autor sprechen. Ne? Ja, wie ist so ein Text entstanden? Dass man sich darüber unterhält oder dass man dann bewusst oder dass der Autor auch von vornherein weiß, dass er nicht nur seinen Text vorträgt, sondern darüber hinaus eben auch Stellung nehmen muss. Du bist auf die Idee gekommen oder warum hast du die Person so und so entwickelt? Aber es würde funktionieren, wenn man beispielsweise daraus direkt eine Geschichte macht. Also gestern in der Isolierstation war das Thema Fanfiction. Also die haben. Wir haben im Chat Stichworte genannt und die haben dann diese Story, diese Stichworte aufgegriffen. Da sind so skurrile Geschichten entstanden, die waren so lustig. Das wäre eine Möglichkeit. Also dass dann einer sitzt und das aufgreift und daraus sofort entweder eine Fantasy-Geschichte macht oder was auch immer. Es gibt ja auch andere Lesungsformate, dass man, was weiß ich, wenn man örtlich gebundene Krimis oder sowas hat, man könnte ja auch mal irgendwelche Strecken in irgendwelchen Städten ablaufen. Dann bieten sich natürlich Großstädte an und dass man da sowas verbindet. Also Möglichkeiten sind da also oder dass immer. Dass ein Autor einen mitnimmt an den Ort, der ihn inspiriert. Also ich denke jetzt an die Bettina Behlitz, weiß nicht, ob ihr das so sagt, die ja ganz viel drüber bloggt und dafür auch Videos macht und erzählt, wo sie im Kopf ist, wenn sie an eine bestimmte Szene in einem Buch denkt, da kann man die Leute ja auch hinnehmen. Und da könnte man zum Beispiel die Buchhandlung vor Ort mit einbeziehen. Genau, also Möglichkeiten gibt es da auch, wobei es eben, man muss natürlich erst an die Leute kommen. Ich habe das ja auch noch heute, allerdings etwas spät, nochmal bei den Facebook-Händlern auch gepostet. Also so langsam merke ich, dass ich bei den Anmeldungen, bei den Book-Ups, sich so die Buchhändler mit reinschleichen. Also es ist, man merkt so langsam, dass sie jetzt im, das gucke ich mir mal an, vielleicht ist das ja doch was für mich. So, man merkt das so. Ne? Das war auch jetzt bei dem einen Verlag, waren ganz viele Verlagsmitarbeiter aus dem anderen Verlag, die gedacht haben, oh, die Bars machen das, wir gucken mal, was das ist. Ne? Und ich glaube, das ist eben der Weg, den es einfach gehen muss, dass jeder für sich dann auch entscheidet, ob das was für ihn ist, aber die Mühlen malen einfach im Verlagswesen immer langsam, bei den Buchhandlungen auch. Also, dass man es überhaupt schon geschafft hat, soweit bin ich schon selber überrascht. Ne? Also,
kam noch eine Frage von der Juliane Behnert von außen. Mhm. Sie hätte mal sowas Leuten gehört, dass im Rhein-Main-Gebiet ein Programm geplant wäre. Oder ob da mal was kommt. Also es soll in Frankfurt, ist glaube ich was geplant. Es könnte sein, dass das Börsenblatt, das ist ja das Fachblatt sozusagen für diejenigen, die im Buchhandel arbeiten, dass die uns die Toren öffnen, das weiß ich auch noch nicht hundertprozentig. Und ich habe eine ganz tolle Buchhandlung, die irgendwo im Rhein-Main-Gebiet ist, die sehe ich immer nur und denke mir, die sieht aus wie eine Wohnung. Das heißt, in der Küche sind die Kochbücher und das Kinderzimmer, da sind die Kinderbücher. Und die möchte ich total gerne mal sehen, aber da habe ich noch nicht so richtig den Kontakt hin. Da muss ich mal gucken, ob ich das mal irgendwie forciere, dass man das mal organisiert. Frankfurt eventuell. Ja, aber auch wenn eben außerhalb jemand eben vor Ort ist, der sagt, ich kenne ja eine Buchhandlung, können mir das vorstellen. Dann eben einfach mal eben in unsere Facebook-Gruppe kommen, einfach mal fragen. Es kam auch vorhin jemand, der sagte, oh, jetzt bin ich doch nicht hier und musste ich da noch fragen, wegen zwei Buchhandlungen in Bonn war das irgendjemand. Und genau, und ich denke mir, man muss ein bisschen einfach schauen, ob das funktioniert. Also der Buchhändler muss halt schon mitspielen. Also das ist echt ganz wichtig und er muss auch selber schon, sag ich mal, gut vernetzt sein und es auch gerne machen. Sag ich mal. Na, also nicht nur, ich habe hier mein Facebook-Account und mein Twitter, wenn ich auch. Der muss das auch machen. So wie eben die Nepessianer. Ne? Oder wie die in Essen da mit der Kinderbuchhandlung. Das ist so eine Freude, deren Facebook-Bilder und immer, das macht einfach Spaß, denen zu folgen. Die machen neugierig auf die Buchhandlung. Und da kommen die Leute aus Köln und Duisburg oder sonst woher und fahren da Essen, weil sie sagen, oh, da ist ein Buchab da. Muss ich mir mal diese Buchhandlung anschauen. Das ist ja das, was wir erreichen wollen. Neugierig machen, ne? Auf Verlage, auf Buchhandlungen, auf Bibliotheken, was sie eben so anbieten und zu geben haben. Ich habe ja eine Lesung gehabt mit der Alexa Thiesmeier, das ist ein Bonner-Krimi-Autor. Okay. Genau, und das war total schön, weil die habe ich vorher besucht. Die wohnt in Lippesdorf und ihr Krimi findet auch statt in Lippesdorf. Das heißt, sie hat mir in Lippesdorf ihren Stadtteil gezeigt von Bonn entdeckt und halt auch Teile, wo der Krimi stattfindet. Okay. Von Serienmord, oder? Ja, also ich muss aufpassen, dass ich die beiden Bücher nicht gesehen habe. Also es gibt ja Melktal und Cottenforst und es war ein Wort. Nee, aber das war so schön verzahnt. Also man kann sich das miteinander verbinden. Deswegen war das, glaube ich, auch eine echt schöne Sache. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dafür vielleicht sogar offen wäre. Jetzt kann ich da mal den Kontakt herstellen. Ja, wobei ich immer sage, also ich will jetzt auch nicht jedes Book organisieren. Ja, also, ich habe ja auch noch ein anderes Leben und einen anderen Job, weil ich finde das schon immer ganz gut, wenn das eben dann auch andere Leute in anderen Städten auch machen. Also jetzt in München zum Beispiel hat Pieper mich halt angesprochen, dann habe ich da München fahren. Nee, also Hanna würde mir das sicherlich sponsern, also das habe ich auch schon durchblicken lassen, aber auch selbst da muss ich natürlich irgendwie gucken, wie kriege ich das eben auch organisiert, weil eben München wieder zurück. Aber jetzt so bei München, bei Pieper war es eben zum Beispiel, dass ich dann so mit dem Verlag zusammen überlegt habe, was haben wir denn für Blogger, die gute Reichweite haben, die vielleicht auch schon Interesse haben und hol die dir doch mit ins Boot. Und das hat auch funktioniert. Ne? Aber diese Kombination aus zwei Personen, das hat sich bislang als unheimlich gut erwiesen. Also, dass man nicht so allein als Buchhandlung das wie so eine Veranstaltung nur rauspustet, sondern dass irgendjemand von außen auch sagt, hey, wolltet ihr nicht schon immer mal kommen? Ich habe da was organisiert mit der Buchhandlung. Also diese Kombination von zwei Leuten, einer eben an Vorort und einer von außen, das hat sich als ziemlich gut erwiesen. Genau, da war ich auch sehr gut. Ja, also das ist ja ganz witzig. Also in Hamburg, da war ich leider auch nicht. Und die Buchhändlerin kannte ich zwar von der Buchmesse mal, aber gekommen ist die Carla Paul, die Buchkolumne, sagt dem einen oder anderen vielleicht bei Twitter was, ist eine unheimlich riesig vernetzte junge Frau und die ist halt gekommen und die kannte die Buchhandlung nicht und auch diese Buchhändlerin nicht
Und mittlerweile ist da eine solche Liebe entstanden von den beiden, weil wenn die Carla Bücher bestellen will, macht die das mittlerweile bei Twitter, bei dieser Dame. Und das funktioniert 1A. Und das sind natürlich dann so Sachen, ja wie, ich bestelle meine per Tweet, ne, meine Bücher, ja, wie und so. Das ist natürlich dann, wenn man jemanden hat, der... der 40 Euro hier. Genau, aber wenn dann jemand eben wirklich, weiß gar nicht, die hat also die 10.000, die hat irgendwie diese Höchstgrenzen schon bei Facebook und so erreicht, glaube ich, ne, hat ja die Karte, ne, ja, ja, und insofern, also da ist einfach auch jemand, wenn ihr den auf deiner Seite hast und der dann darüber berichtet, dann ist das schon eine ganz feine Sache. Da war ich auch nachher echt ganz verwundert, dass ich mich wirklich fragte, man kann die sich hier? Ich dachte, die kannten sich vorhin. Ich habe die letzte Zeit gefragt. Ich sage, hör mal, eure Liebe, ist die schon länger oder ist die erst seit dem Book-Up? Nein, wir sind eine ganz zarte Book-Up-Liebe. Es ist schon echt schön, wenn dann so Sachen einfach irgendwie entstehen. Wenn auch vielleicht eben ein Leser oder es war auch tatsächlich eine Autorin mit an Bord, wenn die vielleicht auch eine Buchhandlung entdecken mit Engagement, die sie vorher auch nicht kann. In ihrer Gegend. Ja. Ich gucke jetzt immer auf Instagram, was die Buchhandlung postet und merke mir das alles über die Leseliste. Ja, das hat sie ja schon gut erreicht. Genau. Wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, gehe ich garantiert dahin. Ja, sehr schön. Ich gucke nochmal auf meinen Zettel. Ganz wichtig. Ich glaube, ich habe euch alles erzählt, was ich erzählen wollte. Ich noch vielleicht immer raus. Eine klassische Hook-Up-Frage. Ja, und bitte. Zwar, du hast gerade eben gesagt, du bist... Du kommst aus der Kinderliteratur und dafür spezialistisch. Ich habe neulich ein Statement gelesen, ich glaube es war in irgendeinem Blog, da ging es darum, liebe Eltern, hört auf, eure alten Kinderbücher euren Kindern weiter zu empfehlen. Also nicht die Kinder aus Bülerbü, Latte Igel und. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab neulich meinen Kindern, weil die damit ankamen, Oscar, Rico und die Tieferschatten vorgelesen vom Andreas Steinhöbel. Ich fand's okay, aber es hat mich. Es stand sogar auf der Liste des deutschen. Ja, wie alt bist du? Wie alt die Kinder sind? Nein, wie alt du bist. Ich bin. Weil deswegen mache ich nämlich die Bücherkinder. 49 und werde dieses Jahr 50. Das ist tatsächlich ist diese Idee, dafür siehst du unheimlich gut aus, das muss ich schnell eben einwerfen. Fishing for Compliments. Nein, es ist tatsächlich so, dass ich die meine Webseite, die Bücherkinder. Die gibt es jetzt 12 Jahre und die ist genau aus dieser Idee entstanden. Dieses Betrachten von Erwachsenen auf Kinder- und Jugendliteratur, was wir für gut und glauben, dass so unsere Kinder doch bitte zu lesen haben. Was heißt gut? Nein, ich kann mich an meine Zeit mit diesen Büchern noch so gut erinnern. Ja. Und ich sage, das müsst ihr lesen und das müsst ihr lesen. Ob das nur kleiner König Kallebirsch ist oder Latte Igel oder was weiß ich. Ja. Es sind aber einfach auch neue Bücher gekommen. Ja. Und die sind auch echt gut. Und die kennst du aber nicht mehr als Kind. Du hast sie nicht als Kind gelesen und begeistert aufgenommen. Rico, Oscar und die Tieferschatten. Mag man nicht, das ist sicherlich bei Steinhöfel des Öfteren so, aber das Schöne eben bei der Bücherkinderseite, ich habe ja für über 50 Kinder- und Jugendredakteure im Alter zwischen 7 und 20 Jahren, die für mich die Bücher lesen. Und wie oft ich ein Buch habe, was ich selber gelesen habe, und dachte, oh, ich finde das super klasse, also Kinder- oder Jugendbuch. Und dann gebe ich das in die Redaktion raus und bibber richtig. Ich kann mir richtig vorstellen, wie so ein Autor dann bibbert, wenn dann die erste Meinung zurückkommt. Wenn dann es heißt, oh, fand ich auch so, weißt du, ja, da freue ich mich. Aber manchmal liege ich auch völlig daneben. Dann ist das einfach, dann lese ich das halt schon als Erwachsener. Es gab letztens ein Buch, das ist auch verfilmt worden, Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ging um zwei Jugendliche, die sich also beide an Krebs erkrankt sind, also wirklich sehr tragische Geschichte. Und die habe ich als Mutter von drei Kindern, gelesen. Habe Rotz und Wasser geheult, weil da Kinder
leiden und am Ende auch sterben. Und habe gesagt, dieses Buch könnte ich nie in eine Rezension schreiben, weil ich das immer als Mutter gelesen habe und nie als Jugendlicher, der das jetzt als Jugendlicher liest. Aber ich finde, was er jetzt gerade so eingehen darf, er hat jetzt gesagt, dass er Kinderbücher seinen eigenen Kindern empfehlen würde, weil er sie als Kind selber gerne gelesen hat. Als Kind gelesen. Ja, genau, also ich kann das nämlich voll aufgreifen eigentlich, wenn ich mir vorstelle, ich habe als Kind die fünf Freunde verschlungen. Ich habe alle Bücher gehabt. Ich hatte hinterher eine eigene Karteikarte bei Bouvier, damit sie noch wussten, welche ich noch nicht habe. Weil ich mit den Büchern von meinem Vater schon angefangen habe und dann darauf aufgebaut habe. Und ich würde das genauso machen. Ich würde meinen Kindern fünf Freunde hinlegen, weil aber die das Klassiker sind für mich. Ja, aber es verändert sich halt die Sprache. Es verändert sich die Moral. Es gibt keine Handys und sowas da drin. Das ist nicht schlimm. Es gibt ja viele, die auch heute noch ihre Geschichten wieder in die Vergangenheit oder auch wirklich frei davon erzählen lassen, dass sie so zeitlos sind. Das gibt es alles. Aber ich will das auch überhaupt nicht schlecht reden. Ja, ich wollte weil das so eine Aufforderung war, wird auf eure alten Kinderbücher euren Kindern versuchen nahezubringen. Das habe ich aber doch jetzt nicht gesagt. Nee, aber ich sagte, das war in dem Blog so. Ich wollte einfach deine Meinung dazu wissen. Nein, nein. Also ich glaube, dass so wie man viele Dinge nicht pauschal sagen kann, kann man das auch nicht pauschal. Also wie gesagt, ich liebe Latte Igel. Der ist neu illustriert worden bei Thienemann. Die habe ich mir alle geholt mit meinen Jungs gelesen. Ist aber vielleicht auch von der Abenteuer und von der Spannung aus so ein typischer Jungsbuch. Also wir haben es geliebt, ja. Und Pippi Langstrumpf ist bei uns eher, ehrlich gesagt, immer ein Guckding gewesen. Also liebe ich auch heute noch die Filme oder die Serie. Ja, ne? Also haben wir nicht viel gelesen. Also es ist ganz unterschiedlich. Habe ich auch als Kind nicht. Es gibt auch viele aktuelle Scheißliteratur, muss man auch sagen. Ja gut, es erscheinen im Kinder- und Jugendbereich 8000 Bücher neu pro Jahr. 8000. Da kann doch nicht nur Gutes drunter sein, oder? Nicht wirklich. Und ich glaube, in der Belletristik ist es ja auch nicht anders. Ich meine, es ist doch wahrscheinlich so, dass so Bücher Harry Potter, die ja im Allgemeinen überall gut angekommen sind, ja eigentlich eher selten sind, oder? Also ich meine, es gibt doch wahrscheinlich viel mehr Bücher, wo einige sagen, finde ich ganz toll, und andere sagen, ich finde es eher blöd. Es ist ja auch immer die Problematik, dass es meistens Übersetzungen sind. Da gibt es ja auch ganz große Diskussionen, dass wir eigentlich eine ganz gut aufgestellte Landschaft von deutschen Kinder- und Jugendautoren haben. Aber eben die Verlage gerne auf Nummer sicher gehen, sehen ein Roman ist erfolgreich, also kaufen sie die Lizenz und übersetzen ihn, um ihn gut hier zu verkaufen. Ach, ihr zwei. Und das ist natürlich immer die Frage, weil ich meine, viele Bücher merkst du deren amerikanischen oder deren englischen Ursprung an. Ja, und ob man das jetzt mag, ich bin zum Beispiel nie ein Funke-Leser. Was wollte ich gerade sagen? Ja, ich finde die Bücher ganz schrecklich und überhaupt Habe ich auch. Nee. Weil das ist Funke, keine Ahnung. Nee, aber das ist ja okay. Über. Vielleicht war ich da schon, oder nee, vielleicht, ist, da war ich zu alt. Ich habe die als Kind gelesen und fand sie damals schon blöd. Also okay. Also insofern ist ja auch immer alles noch eine Geschmackssache. Und, ja, okay. Aber wie gesagt, also man, Klassiker finde ich total wichtig. Das, ich glaube, worüber sich manche aufregen, ist eben, ich habe jetzt in der Vorweihnachtszeit schon im zweiten Jahr eine Freundin und Händlerin im Laden geholfen. Und es ist immer einfach ganz toll, wenn dann die etwas älteren Herrschaften wie ihre Enkel reinkommen und sich auch auf nichts Neues einlassen. Sondern es muss eben das und du weißt ganz genau. Und dann das Beliebteste ist ja immer, ja, also meine Enkelin ist 4. Aber die ist schon viel weiter. Super Enkelin, die kenne ich auch. Das ist herrlich, ich habe mal gedacht, das sei so übertrieben von den Buchhändlern, aber das ist echt jeder zweite Spruch, der ist so. Und ja, wie sieht es aus mit dem Format Book Up und Kindern? Ist das was, wo Kinder hingehen? Oder ist das wieder eher so für Erwachsene, die dann, weiß nicht, in anderen Medien unterwegs sind? Also ich denke mal... Das Format Video wird ja auch gesagt, dass sie bei YouTube alle abhängen, Jugendlichen. Gibt es da irgendwie so Brücken? Also mit Kindern selber haben wir das jetzt noch nicht. Also Jugendliche hatten wir natürlich schon dabei. Und jetzt bei Koppenrad bringt auch jemand tatsächlich seine
zwei Kinder mit und die sind, glaube ich, 11 und 13 und da schrieb sie schon drunter, das sind die beiden, die twittern würden oder die schreiben würden. Also es, scheinbar gibt es erste Gurkenverschläge. Ich habe mir natürlich über das Videoformat auch nicht so viel Gedanken gemacht, weil ich mir dann nicht ganz klar war. Ich sage jetzt mal, bei Weinvideos mit den 6 Sekunden macht man sich nicht viel Gedanken, wenn einer mal eben kurz durch den Raum schießt. Aber wenn jetzt einer wirklich abendfüllende Videos in irgendeinem Verlag dreht und denkt sich, oh, auf das Manuskript gehe ich jetzt aber mal besonders drauf, da ist natürlich die Frage, ob das wieder in irgendeiner Form rechtlich oder so anders abgeklärt werden muss. Also ich hoffe jetzt einfach... Nicht so eine komplette Lesung abfilmen und ins Netz stellen, dass sie sich das quasi wie so ein Hörbuch... reinziehen, nebenbei laufen lassen, diese sonst Musik-Playlist. Ja, wobei eine Lesung ja nie voll, eine Lesung ist ja auch nie vollständig, das ist ja, kommt ja auch noch dazu. Und das ist, wie gesagt, also bei Büchern ist das auch echt sehr schwierig. Also ich habe jetzt auch überlegt, also ob ich zukünftig meine Buch, Bilderbuch-Tipps also mit Flippagramm mache, weil mir immer dieses Handy abgefilmt, finde ich immer das nicht von der Qualität nicht so toll. Eben im, bei Facebook oder so. Und dann kam mir mal die Idee, ne, also gerade diese einzelne Seiten eben fotografieren und dann ne, 15 Sekunden, das wäre Instagram oder 30 Sekunden, ist, Moment, wer macht 30? Twitter kann man jetzt 30 Sekunden, glaube ich, machen. Also, dass man da eben irgendwas macht. Aber auch da bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher, wie da die rechte Lage ist. Also auch bei den Büchern, die ich bei meinem Blog fotografiere, versuche ich immer irgendwie noch eine Kaffeetasse hinterm geöffneten Buch zu haben oder irgendwas, um irgendwie... Also gibt es da noch keine Creative Commons Kinderbücher, die Open Access, die im Netz verfügbar sind, wo man dann einfach sagen könnte, das ist der Autor und wer ist jetzt das also Buch vor. Ich weiß es. Alleine Coverfotos, da waren auch schon Abmahner unterwegs, ne? Wenn man Coverfoto filmt. Ja. Das heißt von Verlagsseite. Ja, irgendwie. Oder so eine Serienabmahner. Ja, also das war schon mal ein Thema. Ja, also das, das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Tweet-Ups in Museen mit den. Ja, ja. Also da wüsste ich jetzt auch nicht. Also müsste man das irgendwie klären. Aber ich glaube schon, dass man da einen Rückenschlag schon hinkriegen könnte. Ich hoffe auch immer noch, dass bei diesen Stadtbibliotheken auch mal mehr junge Leute einfach auch nochmal mitkommen, weil ich schon die auch noch da sehr sind. In Hilden zum Beispiel, die haben ganz regen Verkehr, weil die ein ganz offenes Haus haben, auch mit Tischen, also gerade in dem Schulbuchbereich, wo auch Hausaufgaben wohl gemacht werden. Also das war ganz witzig, das ganze Haus ist also ganz offen. Dadurch ist natürlich auch, wenn im unteren Bereich, wo die Rentner Skat spielen, es kann auch mal laut werden, aber man kommt direkt, läuft auf die Treppe zu und ist ein Riesenautomat, wo man sich Ohrstöpsel ziehen kann. Fand ich total süß, war auch mit das meist fotografierteste Objekt beim Buchamt gewesen, weil wir das alle so klasse fanden. Aber das sind, da gehen die natürlich jeden Tag auch dran vorbei. Da machen sie überhaupt keine Gedanken, wie wir uns alle mit dem Smartphone auf dieses Teil gestürzt haben und die vor Bücher und so, was machen sie denn? Jetzt ist so, das wäre ja toll. Oder dann hatten sie ganz groß stehen WLAN. Die haben halt offenes WLAN da für alle, ne? Und jeder fotografiert, ja, wir haben WLAN. Ja, ist doch klar, dass wir das hier anbieten. Und er sagte, klar kommen hier auch Schüler, nur um das offene WLAN zu nutzen. Aber sie sind in einer Bibliothek, wo vielleicht nehmen sie doch noch was mit. Man konnte bei denen auch verschiedene E-Reader ausleihen. Also eine ganz großartige Bibliothek. Aber ja, die bieten ja auch schon Gaming an. Es ist unglaublich. Also und man weiß das aber zu wenig. Und ich glaube, gerade wenn man das dann eben in diesen Online-Bereich rüberschiebt, ne, und noch mehr rauspustet, kann das nur gut sein. Also gerade geworden ist die Situation jetzt wieder prekär bei den Stadtteilbibliotheken. Wir haben relativ viele Stadtteile, die eigene Bibliotheken haben. Ja. Die sollen jetzt geschlossen werden. Ja, ist bei uns schon alles durch. Nicht mal, dass die Miete irgendwie gespart wird, sondern nur die Stellen werden in die Zentrale zusammengebracht. Also wenn es da irgendwie noch Ideen gibt, warum man die Stadtteile besonders stärken sollte. Und wenn das eben ein Ort ist, zum Hausaufgaben machen, dann macht das ja Sinn. Da muss man nicht erst von Rheindorf oder von Godesberg irgendwie in die Innenstadt fahren. Das macht ja keinen Sinn, sondern man will irgendwie in der Nachbarschaft das haben.
Ja. Also es, wie gesagt, also die hatten also da ein echt schönes Konzept, fand ich, wie die das Haus führten. Also gibt es ja noch mehr so Gründe, warum man die Stadtteile stärken könnte und wie da irgendwie digitale Sachen eine Rolle spielen? Also ich kann da leider echt nicht aus Erfahrung sprechen, weil nämlich die Stadt Solingen auch ihre ganze Stadtteilbibliothek geschlossen hat, schon vor Jahren. Wir haben auch nur noch einen in der Stadtmitte sitzen. Und bei uns ist das so, dass eben bei uns eben auch diese Stadtteile so gewachsene Dörfer sind, die am Ende dann zu dieser Stadt zusammenwachsen. Und mir ging es immer so, nachdem die Stadtbibliothek in der Stadtmitte war, war sie nicht mehr meine Bibliothek. Also ich glaube, können wir schon vorstellen, dass eben, je nachdem, ich weiß nicht, wo das hier bei euch eben so liegt, wo das verpflanzt ist, in den einzelnen Stadtteilen, dass man eben einfach auch dieses Gefühl, dieses meine, das ist meine Bibliothek, mehr ausstellen müsste. Weil das würde ich sagen, das ist nämlich genau der Punkt, worum es geht. Also meine Bibliothek in meinem Stadtteil war nämlich nicht mehr da. Und zwar nur noch die in der Stadt. Richtig, genau, das hängt sicherlich auch dann mit der Größe zusammen, natürlich, weil klar, die sind erschlagen groß. Die, also wenn ich mir hier die Bonner Zentralbibliothek angucke, die ist ja, da kannst du dich ja verlaufen, da kannst du dich überhaupt nicht orientieren. In so einer kleinen, wenn ich an unsere Dorfbibliothek denke, da saß immer die gleiche Person. Die kannte dich schon und wusste, was du brauchst als nächstes. Sozusagen, ja. Ganz genau. Und insofern denke ich, dass das auch mit dem Grund ist, warum es nicht unbedingt positiv ist, nur eine einzige zu haben. Aber manchmal denke ich mir so, wenn doch offensichtlich die Leute ja, dass es nicht stimmt, dass die Leute keine Bücher mehr lesen, sondern dass sie sie nur woanders besprechen. Also dass ja im Internet eine rege Buchrezensionsszene auch unterwegs ist. Also ich habe das schon so häufig gesehen auf Blogs, dass Leute so eine Art digitalen Buchzirkel irgendwie gründen und sich dann hinterher darüber besprechen, warum sie dieses eine, was sie an dem Buch gut fanden oder nicht gut fanden oder sowas. Ich meine, wir treffen uns ja auch einmal im Monat hier und reden über ein Thema. Warum kann man nicht in der regionalen Stadtbibliothek sich treffen und sagen, hey Leute, heute stellt mal einer sein Lieblingsbuch vor, was vielleicht nicht so bekannt ist, und dann erzählt er mal, warum ist dieses Buch gut. Und beim nächsten Treffen gibt es ein Feedback und es ist wieder ein Buch vorgestellt. Man muss sich überlegen. Bei vielen rieselt echt der Kalk in ihrer Einstellung. Die machen ihren Schwung seit Jahrzehnten und sind nicht bereit, sagen wir, wie gesagt, so ein Konzept zu machen, wie da kann man auch Skat spielen und dann kriegt man auch Rollstöpsel rein. Also, da sind also viele einfach zu doof. Und wenn ich dann also sehe, dass die dann im Sortiment auch noch schwach sind, so eine Stadtteilbibliothek oder Dorfbibliothek, kein Konzept dahinter steht, ja, da geht da keiner hin. Also, das macht doch keiner nicht. Wenn ich irgendwie noch Mensch ärgerlich nicht ausleihen kann oder so. Also ich frage mich immer, ob das eine Krankheit der klassischen Medien ist. Weil ich kenne das halt nur vom Fernsehen, von meinem Bereich, dass das Verständnis oder der Wunsch daran, etwas Neues auszuprobieren, was weggeht von dem, was man schon lange kennt, dass das ganz wenig vorhanden ist. Also wir haben das mit den Büchern schon immer so gemacht und warum sollen wir jetzt was Neues machen? Warum sollen wir jetzt hingehen und sagen, okay, wir lassen jetzt mal das Buch vorlesen, dann sind da halt 10 Seiten davon gesprochen im Internet abrufbar für jeden, aber vielleicht sind genau diese 10 Seiten, die man braucht, dass das Buch so richtig verkauft wird. Ja. Oder dass man darüber diskutiert, darüber, dass man ins Gespräch kommt. Also ich kann das nicht verstehen, warum das nicht so. Ja, vor allem auch eine Sache mit geringem Aufwand wiederum Öffentlichkeit herzustellen. Also ich habe ja eine Phase gehabt, wo man ausprobiert, jeden Tag 5 Minuten Livestreaming ein Buch vorzustellen. Einfach nur so, ja, Buch des Tages. Das könnte eine Buchhandlung aus dem Stegreif machen. Ja? Wirklich einen Livestream aufsetzen, Buch vorstellen, 5 Minuten, zack. Ob das jetzt viel oder wenig abrufen wird, scheißegal. Also die 5 Minuten hat man immer. Also man kann da super viel machen. Wenn du weißt, wie es geht. Ja. Ich darf nicht von dir ausgehen. Oh, ja. Aber es gibt schon einige Buchhändlerinnen, da macht man Zeit als Aufzeichnung, die betreiben, in deren Buchhandlung aber dann nichts stattfindet. So. Also die Frau Hauptsache Hund, ich weiß nicht, wo die arbeitet, aber... In Rating. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Buchhandlung ist, aber da ist sie als Person, ist sie. Sie als Person, also das ist, wenn sie was empfiehlt, das ist für mich Gesetz, das kommt auf die Leseliste. Und die Pinkfisch, die ist ja auch Buchhändlerin. Genau. Also es gibt einige Buchhändlerinnen in der Szene,
die relativ viel gelesen werden in ihren Blogs, wo ich sie aber wirklich als Personenmarke wahrnehme und überhaupt nicht weiß, wo arbeiten die. Und die arbeiten ja auch in der Regel im unabhängigen Buchhandlung. Hast du denn das Gefühl, dass es ein bisschen, also außer dass die auch Book-Ups dann veranstalten, wenn sie es bei anderen gesehen haben, aber hast du das Gefühl, dass es ein bisschen die Leute ins Social Web zieht, so dass du noch welche kriegen kannst, die das vorher nicht kriegen können? Krass, was dann, also da habe ich jetzt hier noch keine Statistiken drüber. Pädagogisch und so. Kann ich jetzt tatsächlich immer noch, also ich glaube schon, dass man doch den einen oder anderen Interkofen vorlocken kann. Ja, und auch bestimmt, also schon gemacht hat. Ne? Aber das müsste man, also interessant wäre jetzt wirklich einfach so sozusagen, das wäre so the inner circle, würde ich jetzt mal sagen. Also die, die ohnehin schon ganz gut dabei sind. Interessant wird jetzt, wenn sich andere darauf einlassen, die ein bisschen weiter außerhalb stehen, wie das dann funktioniert und wie sich das eben einfach auch dann verändert.